Guten Abend. Es ist ja ein volles Haus und ich höre, dass da immer noch Leute aus anderen Veranstaltungen kommen. Deswegen werde ich langsam sprechen. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Listen Miyagi Haikus ist ein Projekt, das vor einem Jahr mit einer Idee angefangen hat, eine schon etwas ältere Partitur von mir neu zu übersetzen in ein völlig neues Medium. Ich schrieb Miyagi Haikus 2011 als spontane Reaktion auf den Tsunami und die darüber hinaus folgenden Nuklearkatastrophe, Reaktorkatastrophe in Fukushima. Der Name Miyagi kommt daher, dass, als ich die Noten schrieb, mir noch gar nicht klar war, dass Fukushima überhaupt gibt. Das war noch nicht in den Nachrichten, sondern die Nachrichten sprachen von der Überschwemmung der Präfektur Miyagi. Das Stück war geschrieben für ein unbestimmtes Ensemble. Es war ein Benefiz geplant, das ich mitorganisiert habe. Und ich wusste nicht, wer da spielen wird. Also habe ich ein Stück geschrieben, das von jedem gespielt werden kann, von jedem Ensemble. Und das hat dazu geführt, dass dieses Stück tatsächlich von sehr, sehr vielen verschiedenen Solisten und Ensembles in den letzten Jahren gespielt worden ist. Fünf davon haben eine CD aufgenommen, die heute erscheint. Sie sind sozusagen, können Sie unten im Shop ab heute kaufen. Ich erwähne das nur, weil von diesen zwölf Musikern, die auf dieser CD spielen, zehn hier sitzen. Wir hatten gestern ein Konzert als Beginn unserer Arbeit, bei dem drei Ensembles von dieser CD ihre Stücke, ihre Versionen, die sie sich selber erarbeitet hatten, aufgeführt haben. Und zwar in einem bisschen verschränkten Weise, sodass man als Zuhörer auch hören konnte, wie jetzt jedes Ensemble dasselbe Stück auf seine Weise deutet. Dann haben wir uns getroffen. Es kamen noch fünf weitere Musiker dazu. Ich habe hier in Berlin mit Freunden vor 5 Jahren ein Ensemble ins Leben gerufen, das immer noch existiert, Ensemble Extrakte. Und aus diesem Ensemble, das eigentlich größer ist, sind 5 Leute dazugekommen, die das Stück noch nie gespielt haben. Und dann sind wir seit gestern da gesessen und haben erstmal versucht, aus diesen Ensembles, die sich auch nicht kennen, oder wo sich die Musiker auch gestern zum ersten Mal musikalisch begegnet sind, etwas zu bauen, was gleichzeitig eine Deutung, eine Neudeutung dieser Partitur ist, die aber auch die Eigenheiten und Besonderheiten des Musikstils von jedem zeigt. Und ich würde gerne die Musiker einzeln kurz vorstellen, damit Sie einen Begriff haben, wen Sie dann nachher sehen werden. Ich werde gleich mal anfangen mit den Namen. Die Sitzordnung, die Namen sind so wie die Sitzordnung. Und die Sitzordnung ist einfach so entstanden, dass wir nicht wussten, wie man sitzen soll. Wie sitzt man mit Hegum und Mundharmonika und Tabla? Im Orchester sind Sitzordnungen relativ klar, in so einem Ensemble völlig unklar. Und es gab ja auch noch nichts Geschriebenes, dass das irgendwie diktiert hätte. Also haben wir gesagt, jeder setzt sich neben jemandem, der nicht aus derselben Instrumentengruppe kommt. Also ein Bläser setzt sich nicht neben einen Bläser, außer wenn es gar nicht anders geht und so weiter und so fort. Und so entstand diese spontane Sitzordnung, die dann sozusagen die erste Definition dessen war, was man machen konnte gemeinsam. Und dann haben wir gearbeitet und haben eine Partitur erstellt. Die sieht eher aus wie eine Excel-Datei, weil in ihr nur verbale Instruktionen drinstehen, die besagen, wie man sich zueinander verhält. Alles andere geschieht als spontane Deutung und Lesung der Partitur. Das heißt, ich weiß auch nicht, was heute jetzt erklingt. Wir werden uns überraschen. Also, David Taylor, Bass Trombone.
Felix Borel, Violine. Wu Wei, Sheng und Erhu. Scott Roller, Cello. Klaus Janek, Bass. Jürgen Kruse, Klavier. Peter Evans, Trompeten. Piccolo-Trompete. Piccolo-Trompete. Kathy Milliken, Oboe und Rezitation. Gabriel Darmou, Stimme. Michael Kiedeisch, Vibraphon und andere Schlagzeuginstrumente. Felix Del Tredici, Basstrombone, Bassposaune. Matthias Bauer, Bass. Sie sehen, wir haben zwei Bassposaunen. Das ist ohnehin ein seltenes Instrument. Wir haben zwei davon und zwei Kontrabässe in einem Ensemble von 16 Leuten. Sie werden also einen speziellen basslastigen Klang erwarten können. Sören Birke, Mundharmonika, Maultrommel, Duduk und Jun Kang, Heilgum. Ravi Srinivasan. Mundkünstler, Fingerkünstler, ja. Und wir haben eine ganz besondere Freude für mich, ist es hier, dass in diesem Prozess des ständigen Übersetzens, ein Haiku ist ja eigentlich eine Gedichtform, ich habe es übersetzt in eine musikalische Form, und dann gab es diese Aufnahmen, die habe ich wiederum an Dichter geschickt und habe sie gebeten, nur nach der Musik, also nur nach dem Klang, ohne zu wissen, was jetzt genau hinter dieser Musik steht, eine Reaktion, eine dichterische Reaktion zu schreiben. Und Sie sehen, im Programmbuch vom neuen Alphabet sind diese Gedichte abgedruckt. Wunderschöne Gedichte. Ich bin sehr berührt gewesen, als ich das bekommen habe. Vor allem, dass Sie meistens sehr viele Gedichte geschrieben haben, nicht nur eins. Und wir werden aus diesem Dicht, also aus diesen Gedichten die Texte integrieren in die Veranstaltung. Und ich freue mich, dass drei dieser Dichter es schaffen konnten, hier zu sein. Yoko Tawada, Yang Dian und Christian Phillips. Noch ein Wort mehr. Im Programmheft, ich sehe immer noch Leute reinkommen. Im Programmheft steht eine genaue Abfolge, was heute Abend passieren wird. Konzert, dann Diskussion, Lesung und dann nochmal Konzert. Und wie das so ist, Programme haben irgendwelche Deadlines, die müssen irgendwann geschrieben werden. Und in Wirklichkeit haben wir uns erst gestern getroffen und wussten noch gar nicht, was wir machen. Und so entstand dann eben das, was wir jetzt machen werden. Es gibt keine reinen Lesungen, sondern die Dichter wollten in die Musik aufgenommen werden. Das hätte irgendwie merkwürdig gewirkt, wenn sie nicht dabei gewesen wären. Und deswegen lesen die Dichter mit Musik, zur Musik, in der Musik, sie werden das sehen. Und dafür gibt es dann nur eine Aufführung, weil das Ganze wird dann viel länger. Und wir haben keine Diskussion und keine Lesung. Es ist also ein rein ästhetisches und ein relativ non-diskursives Erlebnis. Und ich bin sicher, Sie haben sehr viel Diskurs gehabt heute. Okay. Können wir anfangen? Ja, okay.
回首时所见。 夜空充了电， 辉映肉里游泳的峡谷， 树木另一侧， 沾满雪白冰冷的骨骼。 偶然的暮色， 在更偶然的梦中， 动荡， 我漫步在没有我的大地上。 Thank you.
14 Jahre alt kannst du werden. Der strahlende Ortsname als Verfallsdatum. You may live to be 14. Einzig schuldig sei der Wind. The name of this gelehrten place. Hätte er keinen Lichtstaub gebracht, wärst du unbeschädigt geblieben. The scholars murmur. Had it not carried luminous dust, you would have remained intact. Von der Tischkante in der Werkstatt des Vaters, so weit wie möglich entfernt. Far from the edge am besten of im Ausland soll das Kind spielen. As far heiter away und as possibly, preferably abroad. Kein Ventilkolben lässt sich wirklich reparieren. Komm nicht zu nah, die Strahlung. No valve piston can truly be repaired. Don't come too close. I am leises Zwitschern des Wassers über dem Kopf. Vergessene Flügelbesen, leere Bäume, die ungerechte Ohrfeige. Ein rasender Fußsoldat schießt auf die herrenlose Hündin. Der Granit steht aufrichtig. Mit animalischer Inschrift. The unjust slap. A foot soldier in rage shoots at a stray bitch grunt. Stands upright with a bestial epitaph. Lass den Bildschirm weiter schlafen. Zeichne mit der Nasenspitze das Wort fern. Die Geliebte schaltet das Radio an. Katastrophe klingt preiswert. Neben the lover turns on the radio. Catastrophe sounds economical next to organic recipes. Wir nennen sie mich, wenn ich den Wir-Ton nicht treffe. Mir wurde das angeborene Gesicht ausgeschält. Undone. Würdest du mich wiedererkennen? They call me an der zerzausten alten Melodie. My inborn face was peeled off. Would you recognize me from this tattered old melody? Ich höre einen Arzt die Treppen steigen, an meiner Tür vorbei und irgendwohin verschwinden. Kein Kittel mehr, I hear a doctor, nur noch eine weiße Fahne. Mein kleiner kranker Apfel im Hals, vanishing, spricht stimmlos, verfault, mehlig, braun. No more gown, just a white flag. The tiny sick apple inside my throat speaks voicelessly. Alles, was blitzt und leuchtet, entferne ich mit Pinzetten, bevor es die tintenschwarzen Hirnzellen zerlegt. Im Schatten fühlt sich der Bilder heimischer Gedanken lichtscheu. The inky black cells in my brain. The nymph feels more at home in the shade. Steigt dein Gelächter. Thoughts are light. Tiefe, heisere Kinderstimmen. From a shaft. Hast du gelöscht mit ungeprüfter Muttermilch den einst getippten Bericht über Ex-Kinder, über ihre theoretische Unsterblichkeit. About their theoretical immortality. Kein Bauer geht ohne seine Kühe ins Exil. Lieber eine Scharade no farmer will als go into diese exile euterlose Regierung ins Plastikgras beißen. Der Speichelspruch fließt zwischen eingeschüchterten Schenkelsods. The drooling dictum seeps from cow's thighs. Die wollige Kopfhaut vorsichtig. Der schwarze Regen der Haare fällt in den knochenweißen Waschbecken. Müde Schuppen beim Schlangenritual starren. Zwei ovale Löcher aus dem Spiegel. Basins, worn out scales. Throughout the snake ritual, two oval holes stare out from the mirror. Im ersten Jahr wächst kein Pilz im Wald. Brombeeren fallen ab, bevor sie ausreifen. Bombberries drop im dritten Jahr hört man einen Kinderchor. You hear children's choir. Wir sind gesund. We
fast zugedrückt, damit auch das ganze Land, Tiere verfilzen sich im Medienteppich. Die Hörner wachsen aus dem Kahlkopf. Geraubt ist mir ein handfester Tod. Ich kenne keinen Ekel, die Nähe zu allen Zeitgenossen, Kot und Blut verschmiert. Es war mal ein Loch in mir, sternförmig. Selbst eine Straße nennt sich Invalide. Kettenweise Kriege und trügerische Heilungen. Bei jedem trockenen Husten knirscht das Knie. Weiß stehen wir, bitter küssen wir, fremde Wunden. Niemand sagt dir Bescheid, wenn deine Schuhe staubig vor der Tür warten. Was passiert? Weiß auch der Junge nicht. Und dutzt schweigsam deine Füße. Und er, die Einzigen, die kein Flugticket für den letzten Akt bekommen. What goes on and silently scrubs your feet. You and he, the only ones not to get a plane ticket to the last. Die Verlobte begrub den Ring unter der Erde. Der Diamant ist ein zerquetschtes Mineral. Sein Glanz an Fußketten der Edelsteinfamilie. Luftig unterwegs sein, ohne das Gewicht des Urans. Flüchtig wiederkommen, ohne Anspruch auf ein Erbe. Ein Sumpf war sie im Herbst, als es noch regnete. Rissig die braune Erde, durstig nach der Paarung. Tausendfach schwangere Frösche mit ihrem durchsichtigen Bauch. Auch ich stehe nackt mit entblößten Zellen. Eine Handvoll Asche nehme ich mit, wenn ich das Urgroßelternhaus verlasse. Ihre Pulveraugen möchten sehen, die neue Stadt, meine Zukunft, wo niemand uns kennt. My future, when no one knows us. Thank you.
tracks. Tracks, tracks, tracks. Band. Voices. Band. Voices. Band. Traces. Band. Traces. Everything is open again. Everything is open again. Catastrophe has made it possible. Catastrophe has made it Haiku Hörprotokoll 1. Der Laut sagt ja. Jedoch ich höre so gar kein Nein heraus aus ihm. Zwei. Drei. Ich lehne das ab, als Frosch ungeküsst in einen Kessel zu springen. Vier. Schon wieder alle 800.000 Silben verbraucht? 6. Naja, so Duldungsstarre. 7. Ach, lass doch wenigstens die Knochen an den Knochen. Hilf! 8. Musik pur. 9. Das hab ich doch kaputt gelacht. 10. Wer gern in einem Bunker wohnt, den sperren wir morgen, Code 575, in den nächstbesten Humbug hinein. 11. Nein. Es gibt keine Lehre. Es gibt keine Lehre in einem Haus, das bereits vor langer Zeit für immer verlassen wurde. 12.
klingt wie ein Vorbereiten aufs Nächste. 13. Wieso denn Silben ohne Not in Stechformen Christenfisch ausbacken lassen? 14. Die Tür, die aufgeht, in der Angel hängen bleibt, geht mit dem nächsten Wehen, Windzug, wieder zu, auf, zu. 15. Die Frage ist doch, bricht das Schiff nicht ohne dich auch so entzwei? 16. Das Unglück der anderen, nicht du, dein metrisches Wir. 17. Nicht abgezählt betrachten. Erbsensuppe. Thank you.
This is not a coup. Ceci n'est pas un coup d'état. The spoken word rules. Le mot. Es ist kein Coup. You have won. Es gilt das gesprochene Wort. Your card has been processed. Glückwunsch. An offer. Sie haben just gewonnen. Birds. Ihre Karte ist birds in Bearbeitung. Ein Angebot nur für Sie. In a lotus sky. Skrrii. Skrrii. Vögel. Skrrii. Vögel zerstiebend vor dem Raunen des Sturms. Zimbelschlag in Lotusfarben im Himmel. Skrrii! 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 Gurgle of rising waters. The tide is right. Cries of gulls you thrash through sludge. Gurgeln des steigenden Wassers. Die Flut hat recht. Möwengeschrei. Du schlägst dich durch den Schlamm, lässt dich im Tanz tragen, ertragen, erschlagen. Abugida. Abugida. The lock on your tongue breaks. You find tongue and pause. Vi, ra, ma. Du findest lock. Zunge und Pause. Let go. Vi, ra, ma. Mais touché. Zupf. Lass los. Berühre. Lass los. Whisper. Viole. Did you call down kreische. This darkness on yourself? Flüstere. Hast du selbst diese Dunkelheit einberufen? Seeing is a kind of spilling, out hurrying to escape. Eine Art Ausbuchstabieren. Auf eiliger Flucht vor dem hominiden Licht, solange der Regen rast macht, bei der trockenen Kokospalme und Tollkörner platzen am blanken Strand. Ein Mann pflückt seine Kleider von einem Maulbeerbaum. Hinter ihm poltern Erdfalten den Abhang hinan. Er pflückt einen Flug aus dem Baum. When und we zielt leave, damit. We leave. Quand on part. Eisenrost, die Flammen lecken empor. Wenn wir gehen, dann gehen wir. Thank you.
风与风的音乐，中空的世界，草叶都在耳鸣。Forgetting wind and the music of wind, world of emptiness, leaves of grass, all singing in the air.瞬间之外，如果世界只剩一滴凉凉的雨，雨声就是瞬间。如果雨声是瞬间，耳朵就在瞬间之外，耳朵在瞬间之外，心听到寂静。雨把房间搬得更空，世界无声地落下来。Outside the instant, if there were only a single drop of cold rain left to fall in the world, the sound of the rain would last an instant, and if rain sound were this instant, the ear would remain outside the instant, and if the ear is outside the instant, mind falls on silence. As rain empties the empty room, the world falls without a sound. Juso, 在梦的眼睛里梦见梦，在光中辨认光，音乐一刹那的空间停不住时，从来是乌有。Dwelling place in the eyes of the dream, dream seems dream in the light, appears as light, music. This instant space, whenever restless, always an airy nothing. Huaping, 一个词删改一个世界，一根羽毛飘落，鸟巢在每一碎片上保持完整。Vase, a word eradicates the world. A feather drifts down, and yet a bird's nest in each of its fragments preserves the whole.仅有一个词的日子，仅有一个日子的人，仅有一个人的词。
Shit, don't fuck up, don't be, 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 don't be